Zweiter Hinweis. Wir haben im Moment keine aktuellen Informationen, wie viele Fans uns begleiten werden nach Köln. Wir rechnen aber aufgrund der Nähe mit dem harten Kern. Wird es denn vor Ort auch Tageskassen geben für weißt du das? Für Gäste-Fans? Das ist ja dann auch. Okay, aber der Rest ging über Ticketing vom 1. FC Köln. Bitte? Der Rest ging eben über das Ticketing. Genau. Wann ist denn diese Verlegung auf Sonntag passiert, weißt du das? Ach, schon vor ungefähr 10 Tagen. Mhm. Es hat Sicherheitsaspekte, weil der FC, glaube ich, parallel spielt. Mhm. Wann ist das normal kommuniziert? Die hatten ja danach noch ein Spiel gegen Düsseldorf 2, was auch ein Freitagsspiel war. War da, wisst ihr das, hat da die erste Mannschaft parallel gespielt? Also theoretisch war ja nach diesem Oberhausen klar, sage ich mal, ich glaube schon. Hieß es ja, dass sie eigentlich also nur noch parallel zu den Profis spielen. Ich glaube, dass das Köln da parallel gespielt hat. Köln oder Düsseldorf? Einer von den beiden hat glaube ich parallel gespielt. Okay. Alles klar. So viel zu Köln, Mene. Jetzt zu euch. Wie war die Trainingswoche? War eine große Erleichterung auch über die Woche zu spüren? Ich glaube, die Erleichterung hat man auf dem Platz gesehen, nach dem Siegtreffer, kurz vor Schluss. Ich glaube, da kam alles zusammen. Erstens ein Siegtreffer nach 4 Unentschieden, dann ein Siegtreffer kurz vor Schluss. Ich glaube, ein hochverdienter Siegtreffer, wenn man sich auch die Chancen nochmal angeguckt hat. Und deswegen ist da einfach die Freude, glaube ich, verständlich gewesen. Aus den beiden Gründen. Und die Woche war wie in den letzten Wochen, also sehr konzentriert fokussiert. Wir hatten eine lange Trainingswoche oder haben noch eine lange Trainingswoche. Das heißt, wir konnten wirklich gut arbeiten. Die Jungs haben sehr gut gewisse Themen mit abgearbeitet, sodass wir da auch wieder noch einen Schritt vorankommen für die Jungs, für uns. Wenn du schon Themen ansprichst, welche waren das zum Beispiel? Also wir gehen ja sicherlich auf den nächsten neuen Gegner und auf das, was du an deinem Spiel vielleicht noch verbesserungswürdig fandest. Wir haben Dienstag positionsspezifisch gearbeitet, sehr intensiv. Ne? Also das, was auf der Position an Athletik, an Fitness erforderlich ist, das ist ja immer unterschiedlich von Position zu Position. Als Beispiel, ein Stürmer hat nicht die gleichen Meter wie ein Außenspieler zu bewältigen. Das heißt, der Stürmer hat ja eher kurze Sprintwege und ein Außenspieler hat eher längere Sprintdistanzen zu absolvieren. Da haben wir intensiv Dienstag daran gearbeitet. Wir haben in der Woche ein großes Spiel gemacht untereinander, wo wir jeden halt auch nochmal gesehen haben in einem 11 gegen 11. Haben auch heute nochmal an Abläufen gearbeitet, das heißt Abläufe mit Ball, an Positionierung auf dem Feld. Haben dann auch nochmal morgen die Möglichkeit, Standards uns weiter zu erarbeiten, was ja im Laufe der Saison, was die Co-Trainer da machen und dann meine beiden Trainerkollegen, was sehr gut funktioniert. Ich glaube, wir haben 3 oder 4 Standardtore schon erzielt und kommen ja auch nicht von ungefähr, sondern weil man intensiv auch daran arbeitet. Okay, ja, was ist bei Köln spezifisch zu beachten für euch? Ja, immer eine Mannschaft, wo man nicht genau weiß, wie sie spielen, wobei jetzt, da die Profis zeitgleich spielen, werden jetzt nicht die Mensa-Abstellung nach unten, glaube ich, stattfinden. Ein Tigges hat letztens oben gespielt, ich kann mir schwer vorstellen, dass er gegen uns dann spielt, auch der eine oder andere, der vor 2, 3 Wochen noch gespielt hat. Aber es muss nicht immer ein Vorteil oder ein Nachteil sein für den jeweiligen Gegner, also für uns. Weil die Jungs, die jetzt spielen, die kennen sich, die trainieren die ganze Woche. Die sind, wenn man erst FC Köln kennt, eine sehr gut ausgebildete, technisch starke Mannschaft. Und die auch in den letzten Jahren immer im oberen Drittel mit war, jetzt keinen guten Start hatte. Ich glaube, sie kriegen 3 Punkte noch gegen Oberhausen, so wie es aussieht oder wie man wohl liest zwischen den Zeilen. Das heißt, die werden dann ja 7 Punkte haben, nicht 4. Das Spiel ist ja noch nicht in der Tabelle bereinigt. Und ja, wir wissen, technisch starke Mannschaft, eine läuferisch starke Mannschaft, aber auf uns eingestellt. Okay. Also du rechnest eher damit nach dem, was du auch vielleicht so
gehört hast, dass das Spiel nicht wiederholt wird, sondern dass das... Kann ich mir schwer vorstellen, also 89. Minute 4-1, aber ich kenne nicht alle Hintergründe, aber das, was man jetzt liest, was auch von in den Berichten von Oberhausen und von Köln, also für mich schwer vorstellbar, dass es nochmal ein Wiederholungsspiel gibt, aber nochmal, ich stehe da nicht drin und möchte noch nicht anmaßen von außen eine Entscheidung zu fällen, das ist nicht meine Aufgabengebiet. Das ist klar. Denkst du, dass für dich jetzt sich eine Stammelf bei euch mehr verfestigt hat? Oder du hast ja nun auch viele Möglichkeiten. Bleibst du auch dabei, dass es immer wieder Wechsel geben wird und vielleicht auch ja, nicht nur ein, sondern auch zwei, dreimal? Ja, also ich glaube, dass das unsere Stärke sein kann und sein muss. Wie man jetzt gesehen hat, die Einwechslungen haben jetzt durchweg gefruchtet. Wenn man sieht, wie ein Marco sich reingeknallt hat vorne, wie aber auch ein Oktadal, der das Tor super vorbereitet, wie ein Levi Dohn, ich habe ja dazu gemacht. Dohne. Also er sagt selber Dohn. Nein? Du warst nicht da in dem Podcast. Levi Dohn. Doch, ich hab's gehört. Also, aber dann habe ich die Stelle vielleicht überhört, weil ich hatte vorher schon mal mit ihm gesprochen. Also wie Levi Dohn. Ja. Auch da frischen Wind gebracht hat und das muss unsere Stärke sein, dass egal wer von Anfang an spielt, egal wer dann reinkommt, die müssen können das Spiel entscheiden und können auch nochmal die entscheidenden Impulse setzen. Und das war gegen Strahlen sehr gut, würde ich sagen, und deswegen der eine oder andere bietet sich nicht nur im Training an, sondern auch dann in diesen Einsatzzeiten. Und deswegen, was spricht dagegen, dann auch mal zwei, drei Änderungen vorzunehmen. Vor allem muss man ja auch sagen, wir haben jetzt nicht Strahlen komplett an die Wand gespielt. Es gab da auch Phasen im Spiel, die nicht gut waren, wo es auch dann, wie gesagt, drei Gründe für gab. Und deswegen kann es immer wieder Veränderungen geben. Verändert hast du zuletzt, wenn ich das richtig gesehen habe, ja eine Viererkette hinten nicht. Hat die sich jetzt, ist das im Augenblick so der, ja, die Wahl? Ich sag mal, die Jungs haben es gut gemacht, aber auch im Training, wenn ich sehe, wie die anderen Spieler, Kevin Pütlik wird nächste Woche wieder zur Verfügung stehen. Nein. Es ist soweit, und ich weiß, dass es soweit. Dann Nick Galle, der in den letzten zwei Wochen richtig toll oder richtig top trainiert. Noah Salauer, der sich reinhängt. Also wir haben da schon noch verschiedene Optionen. Auch Philipp Hanke, der zum Anfang der Saison auch, wenn man es weiß, warum, auch verständlich ein bisschen durchgehangen ist, der aber sich wieder rangekämpft hat, der im Training auch sehr gute Leistungen zeigt. Also der Konkurrenzkampf ist weiter da und deswegen muss sich jeder auch strecken und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Veränderung geben könnte, weil auch nicht gegen Strahlen alles so toll war, wie vielleicht drei Punkte im Nachgang. Aber wir analysieren das schon. Das heißt, der Kevin könnte dann in dem nächsten Spiel was... Pokalspiel. Im Pokalspiel ist er wieder spielberechtigt, hat seine neuen Spieler dann abgesessen. Und das kann ich vorwegnehmen, er wird im Pokalspiel spielen. Aber das ist noch weit hin, jetzt ist erstmal der erste FC Köln. Okay, das Pokalspiel, ich habe es jetzt dummerweise nicht vor heute. Ist das in der Woche, nächste Woche? Dienstag 19:30 bei Turbo Düsseldorf gegen Bernhard. Gegen Flieger Beuth. Ja, Flieger Beuth, ich habe bei Turbo Düsseldorf, dann Flieger Beuth. Und wie lange dauert es dann in der Meisterschaft noch bei Kevin? Der ist spielberechtigt. Der ist danach spielberechtigt. Also 9 Spiele Sperre, übergreifend. Also zählt das Pokalspiel, was in Wermelskirchen zählte, auch dazu? Genau, deswegen haben wir jetzt ein Pokalspiel gespielt. Okay. Wie hat das aus deiner Sicht bisher verpackt? Also du siehst ihn ja nur im Training dann leider. Sehr gut, also man muss ehrlich sagen, wenn er nicht gesperrt gewesen wäre, dann hätte er schon mit Sicherheit das ein oder andere Spiel auch absolviert. Nichts gegen die anderen Spieler, die es wirklich gut machen, auch in der gesamten Viererkette. Aber wir wissen schon, dass Kevin Pütlik ein extrem wichtiger Spieler für uns ist. Und deswegen sind wir froh, dass seine Sperre jetzt mit dem Spiel am Sonntag abläuft.
generell ist die Zahl eurer Gegentore ja glücklicherweise jetzt nicht so riesig hoch. Bist du da vielleicht mit der Defensive mehr zufrieden als mit dem, was jetzt offensiv bisher rausgekommen ist? Es ist ja teilweise relativ schwer, sich die Tore rauszuarbeiten, die ihr gemacht habt. Ja, schwierig zu sagen, aber ich sag mal, wir haben ungefähr ein Gegentor pro Spiel kassiert. Das ist über der Saison gerechnet, wenn man sich alle Ligen anguckt, ein sehr guter Wert. Selbst in der Bundesliga ist immer so eine Orientierung, wenn man maximal ein Gegentor oder es schafft, unter 1,0 zu sein, dann ist das ein sehr guter Wert. Und offensiv haben wir, glaube ich, ca. 1,5 Tore geschossen. Wenn man da Richtung 2 geht, ist es auch ein sehr guter Wert. Ja, also wenn man sich die Mannschaften anguckt, sei es in der Regionalliga letztes Jahr, ich glaube, wenn man Essen, Münster, die glaube ich eingesetzt oder die meisten Tore geschossen haben, die lagen bei 2, knapp drüber vielleicht. Nehmen wir mal Bayern München raus in der Bundesliga, dann sind die Mannschaften, die oben sind, auch in Richtung 2, sag ich mal. Und ich glaube schon, aber in beiden Bereichen, dass es Verbesserungspotenzial gibt. Sowohl defensiv, wenn wir da auf dem Weg sind, haben wir aber schon noch Chancen zugelassen, wo ich einfach sage, das können wir noch besser verteidigen, aber nicht in der letzten Linie, sondern als Gruppe, als Team. Und genauso in der Offensive gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, die wir schon hatten in den verschiedenen Spielen, die wir dann nicht verwertet haben, wo auch noch Luft nach oben ist. Also ich glaube, dass wir in beiden Bereichen auf dem richtigen Weg sind, aber in beiden Bereichen auch Luft nach oben ist. Ich weiß, dass Marco Stiepermann für euch, sage ich mal, dass ihr versucht, da nicht so offensiv mit umzugehen. Er ist einer von 24 Spielern natürlich für euch, aber jeder weiß ja auch, dass ihr ihn auch als Unterschiedsspieler geholt habt, was er als möglichen Unterschiedsspieler, was er im letzten Spiel dann auch bewiesen hat. Glaubst du, dass bei ihm auch so ein bisschen jetzt eine Bremse gelöst wurde oder erwartest du von, ja, glaubst du, dass ihn das jetzt auch nach vorne gebracht hat? Ich glaube, jeder Spieler ist wichtig, das betone ich auch immer. Und ich glaube, dass wir auf allen Positionen noch zulegen können, im Verhältnis zu der Leistung, die wir bisher abgerufen haben. Sei es in der Verteidigung, sei es im Mittelfeld, sei es im Angriff. Ja, und wir leben halt von der Gruppe, von der Gemeinschaft. Wir leben davon, dass ein Marco Königs, dass ein Roman Prokop ihre Tore erzielen. Leider bisher noch nicht das Schussglück, das Abschlussglück gehabt. Vielleicht aber auch die eine oder andere Flanke zu wenig erhalten dafür. Ja, wir leben aber auch davon, dass ein Pires im Mittelfeld seine Aggressivität, seine Balleroberungsfähigkeit, aber auch seine spielerischen Impulse reinsetzt. Ich glaube, da geht auch noch mehr. Ich glaube aber auch, das sind nur Beispiele, ich könnte jetzt mehrere aufzählen. Ne? Ich glaube, in Hank haben wir gerade darüber gesprochen, ich glaube auch Leon Schwers hat jetzt die letzten zwei Spiele ordentlich bis gut gespielt, aber auch da geht auch noch ein bisschen mehr. Und zu Marco Stiepermann, ich glaube, wir haben 11 Tore erzielt. Ich glaube, an 4 Toren war er direkt beteiligt. Er hat 2 erzielt, er hat eine Ecke geschossen, er hat 11 Meter rausgeholt. Also er hat, wenn ich nicht ganz geschlafen habe in der Schule, so ungefähr 35% der Tore ist er mit beteiligt. Aber nochmal, das ist für einen Offensivspieler jetzt auch nicht eine überragende Quote, ist aber auch keine schlechte Quote. Deswegen jetzt durch die 2 Tore zu sagen, ja, jetzt endlich, sondern er war vorher auch schon an 2 Toren beteiligt. Wichtig ist mir bei Marco, dass er sich defensiv im Spiel gegen den Ball genauso einbringt wie alle anderen, dass er dort mitarbeitet und dass er offensiv seine Qualitäten hat, hat er jetzt im letzten Spiel, aber auch davor schon gezeigt. Und genauso brauchen wir aber, wie gesagt, einen Pires in Topform gegen den Ball als auch mit dem Ball. Genauso brauchen wir aber auch die läuferischen Fähigkeiten von Tobi Peitz, von Levi Dohn, von Basti Müller. Ja, also wir brauchen da von Kevin Hagemann die 1-1-Situation, brauchen wir seine Kreativität. Aber die hilft uns nicht in der eigenen Hälfte, sondern seine Kreativität und seine Torgefahr hilft uns, ja, wie ich schon sagte, Torgefahr im gegnerischen Drittel und letzten Drittel. Und das brauchen wir alles. Und deswegen, Marco ist ein Teil dieser Mannschaft, ein wichtiger Teil, aber auch andere Spieler sind wichtige Teile. Alles klar. Ja, trotzdem eine Frage noch, du hast ja gerade gesagt, wichtig ist auch, dass er gegen den Ball mitspielt und wir wissen ja alle, aus welcher Situation er auch gekommen ist. Glaubst du, dass er inzwischen auch körperlich so weit ist, dass er dazu in der Lage ist? Ja, also, er hat es ja auch schon gezeigt. Also er hat es ja auch dem Strahl gezeigt, wenn man sich anguckt, wie er dann gegen den Ball arbeitet.
dann bringt er sich da schon ein. Und ich erwarte ja nicht von Marco Königs, Roman Prokop als Beispiel, als Stürmer, dass sie bis zum eigenen Fünfer hinterherjagen ihrem Gegner und dort Defensivarbeit verrichten, sondern es gibt ja auch Positionsaufgaben und die bedeutet für die Offensivspieler vornehmlich, im vorderen Bereich gegen den Ball zu arbeiten und dort die Viererkette zu beschäftigen und gegebenenfalls auch den Sechser unter Druck zu setzen. Und das macht er schon, wenn man da drauf guckt. Natürlich sind es andere Spielertypen alles, die Offensivspieler, aber mir ist wichtig, dass er in diesen Bereichen gegen den Ball arbeitet und da hat er sich in den letzten Wochen auch fitnessmäßig weiterentwickelt. Und deswegen glaube ich, dass er SV, denn ich glaube, er ist bei 100%, das hat er im letzten Spiel gezeigt, und schießt man in der 89. Minute nicht das Siegtor. In dem Vertrauen hast du ihn, glaube ich, auch auf dem Feld gelassen. Ja? Ja, du hast ja viele Optionen. Es hätte, genau. Wäre sicherlich auch eine Option gewesen, ihn vielleicht auszuwechseln, ja, so wie ich das gehört habe. Genau, also klar, es ist immer eine Option, auch weil wir offensiv auch viele Spieler haben, die Qualität mitbringen. Wenn man sieht, Kevin Hagemann hat vor seiner Auswechslung dann nochmal die Pfosten-Schussaktion gehabt. Wir hatten aber das Gefühl, dass ein Marco Stiepermann einfach in dem Moment hat man das glückliche Händchen auf unserer Seite. Die Jungs müssen einfach verstehen, dass jeder wichtig ist, egal ob er 10, 15 Minuten spielt. Weil der Drama kam rein und hatte zwei, drei Aktionen. Ich glaube, er kann sie noch besser. Und jeder muss wissen, dass er der entscheidende Faktor sein kann, ne, wenn er reinkommt. Wenn der Gegner ein bisschen müde wird und man wirft einen Hagemann, Stiepermann, Prokop, Phoenix, Bühler, Rama rein. Ich glaube, wenn der Gegner das letzte Drittel des Spiels kommt, also sagen wir mal in den letzten 15, 20 Minuten, ja, da würde ich mir schon Gedanken machen als Gegner, scheiße, jetzt kommt dann noch so ein Pfeil rein von denen. Und deswegen, das müssen die Jungs einfach verstehen. Und das müssen sie annehmen und dann auch abliefern. Das haben wir ja gesehen, der Sieg hat euch in der Tabelle mal dann doch etwas weiter nach oben gebracht, Ziel sicherlich jetzt weiter zu klettern, oder? Ja klar, jeder Sieg bringt dann ja in der Tabelle vorwärts, das ist meist so. Und wir haben ja gesagt, wir sind immer noch nicht, haben noch nicht mal ein Drittel der Saison absolviert. Und unser Ziel ist es schon, nach Köln zu fahren und dort im besten Fall 3 Punkte mitzunehmen. Nochmal, das ist ein schwieriger Gegner. Wir wissen auch, was wir da treffen. Gegen Münster erst, glaube ich, in den letzten 5 Minuten verloren, das Spiel. Gegen eine Top-Mannschaft Münster, oder die Top-Mannschaft im Moment. Und deswegen werden wir mal vorbereitet sein und werden hoffentlich die 11 aufs Feld schicken mit den Einwechslungen, mit den 4 möglichen, die dann die 3 Punkte ja, nach Hause holen. Das heißt also, man muss damit rechnen, dass man auch in Köln sicherlich bis zur letzten Minute alles geben muss. Die werden nicht vorher einbrechen von mir. Ja, mir fehlt so ein bisschen auch die Demut, sage ich ganz ehrlich, weil in der Liga knallt man kein Gegner an die Wand. Ne? Klar, verliert aber Wattenscheid 8-0 gegen Aalen. Ja, Aalen verliert danach, glaube ich, 2 oder 3 von 4 Spielen und gewinnt keins mehr. Obwohl die da 8-0 gewonnen haben, Wattenscheid gewinnt auf einmal danach 1-2 Spiele. In der Liga gibt es keinen Fallobst. Das haben wir vor der Saison gesagt. Und warten wir mal, ich glaube schon, dass Strahl sehr zeitnah auch Punkte holen wird. Und wir sollten es vermeiden, in so ein Spiel zu gehen. Und nicht nur die Mannschaft macht es eh nicht, sondern die unterschätzt keinen Gegner, weil wir auch eigentlich eine Analyse dazu haben. Wir sollten es aber tunlichst vermeiden, irgendeinen Gegner zu unterschätzen in dieser Liga. Nach Tabellensituationen zu gehen, zum Beispiel jetzt in dem Spiel. Genau, und dann nach den letzten Spielen nochmal. Wattenscheid hat danach, glaube ich, direkt gewonnen, nach dem 0-8 oder zumindest was gewonnen, Aalen hat direkt verloren. Wenn jetzt das 8-0 als Maßstab nehmen würde, wird Aalen ja durch die Liga marschieren. Und Münster gewinnt die Spiele auch, oftmals erst im letzten Drittel. Das ist eine Qualität. Ja, also das möchte ich nicht kleiner reden, sondern das ist eine Qualität von Preußen Münster. Aber man darf auch nicht vergleichen, wenn wir über Demut reden, wo wir herkommen. Also, manchmal schüttelt es mich wirklich. Vor 1,5 Jahren, als ich angefangen habe, war man, glaube ich, gerade aus der Insolvenz raus, wenn ich mich richtig erinnere. Kurz davor war schon mal eine Insolvenz, die war, glaube ich, gar nicht so lange weg, nicht so 20 Jahre. Und vor 8 Jahren, glaube ich, war man in der Oberliga als Wuppertaler SV. Ist doch richtig, oder? Soll ich was Falsches? Und ich rechne jetzt nicht die, aber genau, insgesamt. Also man hat 2 Insolvenzen, glaube ich, in den letzten 8 Jahren gehabt. Man hat vor 8 Jahren noch in der Oberliga gespielt. Preußen Münster war von den letzten 11 Jahren, 9 Jahre in der dritten Liga, hatten meines Wissens finanziell noch nicht einmal Probleme. Und
wir wollen mit Preußen Münster uns messen. Ja, das haben wir letztes Jahr geschafft. Wir waren da dran. Und wir wollen näher dran kommen. Aber nochmal, was mit Kontinuität und Ruhe zu erreichen ist, kann man heute Abend gucken. Heute Abend im Fernsehen kann man sich eine Mannschaft angucken, in SC Freiburg oder Union Berlin, was mit Ruhe und Kontinuität im Fußball erreichbar ist. Das sieht man. Was mit anderen Sachen erreichbar ist, sieht man auch im Ruhrgebiet, nicht weit entfernt. Ja, und deswegen sollte man da auch immer gucken, wo kommt man her. Man muss Ziele haben, die Ziele müssen ehrgeizig sein, müssen aber auch realistisch bleiben. Okay. Ganz kurz noch zu deiner Trainerausbildung. Bist du wieder unterwegs demnächst? Oder? Nächste Woche bin ich von Mittwoch bis Donnerstag, also nur 2 Tage. Aber zum Pokalspiel werde ich natürlich da sein. Das ist dann auch mit dem Lehrgangsleiter so besprochen. Das heißt, ich verpasse nicht viel. Ich verpasse 1,5 Stunden, glaube ich, wo ich da mittwochs abreise. Aber das den Stress. Also du bist aber ab Montag schon, ist das? Mittwoch, Donnerstag ist ja kurz. Also wir haben so eine Individualisierungsphase, wo die 16er-Gruppe nochmal geteilt wird, wo man dann intensiver arbeiten kann in 8er-Gruppen. Und die eine Gruppe ist dann Montag bis Dienstag da, von Montag früh bis Dienstagabend und die andere Gruppe von Mittwoch früh bis Donnerstagabend. Das heißt, ich fehle praktisch das Donnerstagstraining, wo wir Standards machen und die eine Regeneration nach dem Pokalspiel. Mittwoch ist das Pokalspiel, ne? Dienstags? Nee. Mittwoch ist das. Können wir doch mal eben. Ich meine, Mittwoch ist das. Bin mir sehr sicher. Du hattest eben hattest du auch Dienstag. Genau, aber deswegen sage ich Mittwoch, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil wir Sonntag spielen. Am 14. Ja, das wäre ein bisschen knapp, ne? Obwohl. Ist der 14. der Mittwoch? Ja. Dann ist Mittwoch das Pokalspiel meines Wissens. Also fehle ich Donnerstag beim Regenerationstraining bzw. beim Standardtraining und Mittwoch beim Pokalspiel. Achso, wo ist denn euer Lehrgang? Frankfurt. Das heißt, du fährst morgens nach Frankfurt und abends in die Hof. Das heißt, einfach Feuerreise, wenn man Dienstagabend. Das heißt, Dienstagabend reise ich an, Mittwoch gegen Nachmittags reise ich dann ab, sodass ich zum Pokalspiel pünktlich da bin und fahre dann nach dem Pokalspiel abends früher nach Pfalz zurück, sodass ich dann Donnerstag auch wieder vor Ort bin. Ihr seid dann aber wahrscheinlich auf dem Gelände des DFB oder ihr seid jetzt genau, in Frankfurt, bei Eintracht Frankfurt oder? Nein, im neuen Campus sind wir. Der neue Campus, da waren wir letztes Mal schon beeindruckend, was der DFB da auf die Beine gestellt hat. Hat ja auch ein bisschen was gekostet. So. Wer ist da euer, der Lehrgangsleiter dann? Daniel Jetzkowski. Also der leitet ja den ganzen Polizenzlehrgang. Und mit Patrick Olimund, der ja noch bei der Frauennationalmannschaft Co-Trainer war. Aber der Lehrgangsleiter oder Ausbilder ist Daniel Jetzkowski. Der auch hier bekannt ist, der auch ein paar gespielt hat. Ja, jetzt gucken wir da nochmal hier, um ganz sicher zu sein. Kannst du noch was sagen, ist angeschlagene Spieler? Angeschlagene Spieler, Dering weiterhin, müssen wir gucken. Es geht zwar vorwärts, aber nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Das heißt, müssen wir jetzt nächste Woche gucken, ob er einsteigen kann. Dann Tobi Peitz und Piro. Haben gestern gekränkelt, waren aber heute wieder da, deswegen gehe ich davon aus, dass sie einsatzfähig sein werden. Weil Rama musste 2 Tage aufgrund einer Fußverletzung aus dem Spiel pausieren, aber heute hat er auch voll mitgewirkt. Das sind erfreuliche Nachrichten. Also im Prinzip, angesichts des großen Kaders sind die... die Leute, die möglicherweise nicht dabei sind, sind die Ausfälle im Augenblick marginal, kann man ja fast sagen. Und Franz Langhoff natürlich ist auch ins Torwarttraining mit eingestiegen und wird auch integriert, aber ist natürlich noch nicht so weit nach der längeren Pause. Ist schon eingestiegen. Ja, schon eingestiegen. Und deswegen, ja gut, das aber man muss natürlich vorsichtig, weil das sind so Trainingsversuche in dem Sinne, ne, um zu gucken, wie da der Körper unter Belastung wird. Am Mittwoch spielt ja auch Wülfrath gegen RWE. Gut, das kann ich. Ich bin mir sicher, dass 19:30 Benrad Mittwoch. Ja. Ja. Okay. Dann viel Spaß und viel Erfolg. Vor allem auch. Also keine Fragen mehr, aber von mir nicht.